Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Deponia. Weil ich jetzt so einen guten Lauf habe, nehme ich den nächsten Part gleich im Anschluss auf, obwohl ich da dann auch schon wieder grübeln muss. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Löcher. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Nehmen wir mal mit. Zettel. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Eins, drei, zwei, drei. Das war wohl falsch. Drei, vier, acht, sechs. Drei, vier, acht, sechs. Wieder falsch. Was hat das damit auf sich? Oder ist das 2, 4? Nee, das könnte auch eine. Das könnte auch eine 2 oder 3 sein, das erste. Dann eine 4, dann eine 0. Und dann eine 9 oder 6. Wohl eher die 9. Mach mal 2, 4, 0, 9. Bist du eine 0? Nee, du bist abbrechen. Mist, dann gibt's keine 0. 2, 4, 8, 9. Wieder falsch. 3, 4, 8, 9. Wieder falsch. Oder warte mal, kann ich die Schablone auch jetzt darüber legen? Nein, kann ich nicht. Bestimmt, sonst wäre ich schon. Was könnte. Ach, halt, genau. Die erste Ziffer von der 360. Die dritte von der 116. Die zweite von der 245. Und die dritte von der 489. Das heißt, der Code ist 3. 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. Haha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Genau. Genau so sieht's aus. Gut. Aber das ist eine interessante Art, ein Passwort zu verschlüsseln. Was ist weder Mikro noch Kopfhörer? Ups. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Ja, musst du scheinbar. Also das Mikrofon haben wir schon mal. Fehlt nur noch der Hörer. Dann gehen wir dann mal wieder zurück. Ich vermute mal, den kriegen wir jetzt nicht von dem Typen am Horchposten. Hey, huhu, hallo. Hm? Ja? Was gibt's? Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein! Die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Oh,
Hatten wir hier jetzt irgendwas, was wir noch nicht haben oder was neu ist? Was war das mit den Tauben? Du meinst die Tatsache, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Ist das nicht faszinierend? Ja, das ist nicht faszinierend. Ich gehe dann mal. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Es ist nur die Frage, wie kommen wir an Kopfhörer? Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Die armen Katzen. Sie frankiert die Pakete jetzt viel schneller als vorher. Hier ist die Frage, Kopfhörer. Jetzt muss ich noch mal überall gucken. Haben wir im Sitzungssaal irgendwas, was an Kopfhörer erinnert? Nein, sehe ich jetzt nichts. Also es ist eigentlich mit der Kammer, nachdem die abgebrannt ist. Sieht ein bisschen verkohlt aus, kann man aber nichts klicken. Hier können wir auch nichts weiter. Der Trichter. Ein prima Andenken daran, wie ich Goal wach geküsst habe. Welche Rolle spielte dabei noch gleich der Trichter? Keine Ahnung. Können wir nochmal mitnehmen? Das wär's ja. Hallo? Gehst du zur Bühne? Danke. Ist der Trichter vielleicht mein Kopfhörer? Da oben kann ich auch nichts an der Uhr klicken. Das versuche ich jetzt mal, ob ich den Trichter direkt als Kopfhörer missbrauchen kann. Denn die Kopfhörer, die der Telefonist hat, die sehen ja auch ähnlich aus wie Trichter. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge, aber nach dem dritten explodierten Öltank... Klappt das? Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Ein Adapter. Hallo du. Hey, der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert. Mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Ja, nee. Eine für sofort und eine für unterwegs. Jetzt haben wir Katzen dabei. Hey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Was machen wir mit den Katzen? Wo ist denn eigentlich mal eine Katze? Die nervt gerade mich, das irritiert mich so ein bisschen. Ich meine nicht, dass es mich stört, aber es irritiert mich. Ach so, Till liegt zu meinen Füßen. Jetzt guckt sie mich mit großen Augen an, ja. Wir haben Katzen. Hallo Lotti, magst du Katzen? Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Dann magst du keine Katzen. Aber ich kann mir jetzt auch nichts vorstellen, was ich mit den Katzen anfangen könnte. Wir haben Ersatzpostkatzen. Hallo Hanek, magst du Katzen? Süß. Wir hatten auch mal Katzen. Leider taugten sie nichts als Minengas-Frühwarnsystem. Sie sind immer weggelaufen, anstatt tot von der Stange zu kippen, wie es sich gehört. Ja. Kein hilfreicher Tipp. Was sagt Mr. Espresso-Maschine zu den Katzen? Na, da. Könnte das eine der Zutaten sein? Wahrscheinlich nicht. Mist. Und ich war so sicher. Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Willst du mich verarschen? Wir sind doch schon längst durch. Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen? Ja. Sonst können wir hier auch nichts mehr klicken. Gehen wir wieder raus.
Jetzt hast du es wieder ein bisschen rumprobieren. Wir haben Katzen und ich vermute mal, dass wir mit den Katzen irgendwas. Ah, warte mal. Ich gehe erstmal wieder zurück in die Poststelle. Ich habe da so eine Idee. Vielleicht kriegen wir doch die Kopfhörer des Telefonisten. Gehen wir nochmal zur Post. Könnte jetzt absoluter Bullshit sein, aber gehen wir hier nochmal hoch auf den Horchposten. Was sagst du denn zu den Katzen? Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu, und in diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Ja, das war also Bullshit. Aber vielleicht Tauben. Das Nee. Erdmagnetfeld hat hierauf keinen Einfluss. Und Leute vom Schlafen abhalten konnte ich damit auch vorher schon. Ich könnte sie noch mal die Ich Tauben. lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt. Bringt mir aber garantiert nichts mehr, brauche ich wohl nicht mehr, denke ich mal. Sekunde, Leute vom Schlafen abhalten. Können wir den vom Schlafen abhalten? Ich habe ihn nicht gewählt, damit er sich in meine Sachen einmischt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder irgendjemand anderen? Oh Mann, Politik ist echt kompliziert. Na gut, kann ich nicht. Da haben wir nichts mehr zu tun. Kann ich denn hier den Hebel eigentlich betätigen, so just Ich for habe fun? lange genug gewartet. Jetzt heißt es, wofür ich alle Zeit der Welt habe. Na gut, können wir nicht. Würde uns auch nichts bringen. Dann gucken wir mal, was unser lieber Herr Notfallmanager zu den Katzen sagt. Hallo Gizmo, Katzen. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Ja, gut. Bringt auch nix. Hallo, Toni. Du bist ja immer noch hier in deinem Laden. Kram, Kram, Haken, Katzen. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Ja. Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Habe ich ja schon oft genug versucht, hat aber nicht ganz geklappt. Gut, das hat jetzt auch nicht viel gebracht. Wenzel, bist du zu Hause? Scheinbar nicht. Da, ich sehe es ganz genau. Stein und da klare. Wenzel ist nicht zu Hause. Dann vorm Stadttor war wohl auch nix. Freigegeben ab 8 werden immer noch und. Nachdem ich ihm das Blut abgezapft hab, macht er jetzt aber auch nichts anderes, oder? Nö. Gleich noch mal. Hallo, Katzen. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Nee, brauchen wir nicht. Hier unten können wir immer noch nichts machen. Da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir mal zu Tonis Hütte. Aber hier ist ja auch keiner oder nix.
Hier hinten war nix, da kommen wir nicht rein, da oben war nix. Nee. Komisch. Verwirrend. Na gut, jetzt haben wir ein bisschen Fortschritt gehabt, jetzt haben wir ein bisschen gerätselt und ich habe gerade keine große Ahnung, wie es weitergeht. Ich vermute mal, oder ich hoffe mal, zur nächsten Aufnahme wird mir noch eine Eingebung kommen. Ansonsten muss ich selber für eine Eingebung sorgen, indem ich mir nochmal irgendwo was abgucke, eine Kleinigkeit. Nicht zu viel. Ja. Ich sage erstes Mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.